Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's TomTom von TomTom TV und heute geht's um die neue DJI Neo FPV Drohne. Wobei, ich sollte eher sagen KI Vlogger Selfie Drohne, denn das Ding kann etwas, was es bisher bei DJI Drohnen noch nicht gegeben hat. Aber fangen wir mal gleich am Anfang an. Die DJI Neo ist 135 Gramm schwer und darf somit in der C0 Kategorie geflogen werden. Also sprich, man muss sich nicht viele Gedanken machen, wo man fliegt. Die Drohne hat einen halben Zoll Bildsensor, der es ermöglicht, in 4K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufzunehmen, hat eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Minuten und einen internen Speicher von 22 GB. Also, kurz gesagt, die Drohne ist ideal für Leute, die einfach eine Drohne im Rucksack dabei haben wollen, Selfies machen wollen oder einen Droney machen wollen und einfach, sage ich mal, die Perspektive aus der Luft nutzen möchten. Zusätzlich hat DJI hier erstmal die Möglichkeit eingebaut, dass man die Drohne nur über Smartphone bzw. sogar ganz ohne Smartphone nur mit Gestiksteuerung steuern kann. Was ich natürlich sehr spannend finde, gerade wenn man irgendwo unterwegs ist und vloggen möchte, kann man jetzt einfach nur noch die Drohne und das Handy mitnehmen und braucht gar keinen Controller mehr. Denn die Drohne an sich hat bereits Quick Capture Features eingebaut sozusagen oder per One-Press-Button zum Aktivieren. Und man braucht hier wirklich nicht einmal mehr ein Smartphone, um die Drohne zu steuern. Aber ich will jetzt gar nicht viel drum herum labern. Ich würde sagen, wir nehmen die Drohne und starten einfach mal und schauen, was passiert. So, wir testen jetzt noch die Active Track Features, denn es ist wirklich möglich, dass die kleine Drohne einen verfolgt. Ich muss es nur einstellen. Ja, es ist wirklich möglich, dass man sich bei der kleinen Drohne auf dem Display selber auswählt und die Drohne einen dann verfolgt. Und dieser Modus ist natürlich super praktisch, gerade wenn man irgendwo unterwegs ist und wirklich diese Drohne als Selfie-Vlogger-Drohne benutzen möchte. Und ich finde es beeindruckend, dass diese kleine Drohne es schafft, einen wirklich zu verfolgen. Und das gab es bis jetzt ja ohne Optical Avoidance Systeme nicht. Aber wie gesagt, die Drohne hat kein Optical Avoidance System, aber es ist trotzdem möglich, dass man Active Track benutzt. So, und jetzt testen wir die Drohne mal wirklich komplett ohne Fernsteuerung, wirklich gesteuert nur über das Smartphone, über eben WLAN oder Bluetooth-Verbindung. Ich bin gespannt, was die ganzen Shots so hergeben, aber ich habe schon die Tutorials mir angeschaut, beziehungsweise die Tutorial-Videos. Und ja, es gibt einige Funktionen, die hier richtig cool sind, die testen wir jetzt. Ich würde sagen, wir starten mal gleich mit dem interessantesten Feature meiner Meinung nach, dem Droney, also dem Selfie mit der Drohne. Und ich drücke jetzt hier wirklich einfach nur auf den Knopf und die Drohne macht den Rest. 3, 2, 1. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin jetzt gespannt, ob es ein Foto gemacht hat oder ein Video, weil Droney klingt eher nach beiden. Geil. Cool. Ja. Ah ja. 3, 2, 1. Warum startet es jetzt noch einmal? Okay, interessant. So, jetzt probieren wir noch den Helix-Modus aus. Ich gehe mal einen Schritt lieber weiter weg von dir. Da bin nichts passiert. 3, 2, 1. Geil. Ein bisschen Pausen. Landing. Ich war einfach zu schnell. Es ist wirklich unfassbar einfach, diese Drohne zu bedienen. Ich drücke einfach auf den Startknopf und die Drohne erkennt mich selber als das Ziel und führt den ausgewählten Modus dann ganz fehlerfrei aus. Und das Coole ist, sie landet dann sogar danach direkt in deiner Hand wieder. Also man muss sie wirklich null Drohne fliegen können, um coole Shots zu sammeln. So, ich habe jetzt noch als letzte Funktion auch aktiviert, dass das Smartphone den Ton nochmal zusätzlich aufnimmt. Das heißt, in der Theorie kann ich jetzt zum Beispiel ein Kreisen probieren und der Ton sollte über das Smartphone mitlaufen und das probieren wir jetzt gleich mal. Also einfach Start. Die Drohne erkennt mich und wie gesagt, in der Theorie sollte jetzt hier das Mikro mitlaufen. Bin ich gespannt, ob das Mikro an ist und ob die Tonqualität gut ist. So, Editor TomTom hier. Leider gab es keinen Ton auf der Drohne. Ich weiß nicht, wo der Fehler lag. Vielleicht habe ich irgendwas falsch eingestellt, aber leider war nirgendwo ein Tonfile zu finden.
Aber angeblich ist es sogar möglich, die DJI Mics mit der Drohne selber zu verbinden. Somit hat man dann noch eine stabilere Funkverbindung als das Smartphone und eine noch bessere Tonqualität. Ich finde es überhaupt sehr spannend, wie sich die Technik in letzter Zeit so rasant verändert hat. Ich meine, wir haben jetzt hier eine kleine Spielzeugdrohne mit 135 Gramm, die 200 Euro kosten soll und 10 Kilometer Reichweite hat mit einer 4K 30 FPS Kamera mit KI Tracking Features. Also ich bin da schon sehr gespannt, in welche Richtung es da weitergehen wird, auch gerade mit DJI Drohnen. Und an der Stelle, glaube ich, passt es sehr gut, mich zu bedanken bei Sky Elements. Sky Elements hat mir auch diesmal wieder die Drohne zur Verfügung gestellt und das war ja wirklich cool, dass wir die Drohne sogar vor Release testen durften. Und das Schöne ist, ich arbeite jetzt schon länger mit Sky Elements zusammen. Da gibt es irrsinnig viele Flugschulen oder Flugtrainings oder gerade für Leute, die, sage ich mal, wenig Ahnung von Drohnen haben, die können sich da einfach auf der Website einlesen und auch gleich mal einen Flugtraining oder eine Flugstunde quasi buchen. Also schaut unbedingt unten in der Videobeschreibung nach, denn da findet ihr viele nützliche Tipps zum Thema Drohne. Und dort könnt ihr die DJI Neo übrigens auch gleich kaufen. Ja, das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Ich möchte jetzt noch zwei Dinge loswerden. Und zwar das erste ist ganz wichtig, man darf auch nicht vergessen, dass man so eine Drohne auch versichern muss, weil die C0-Kategorie gibt es im Moment noch nicht. Und da findet ihr auch nützliche Links unten in meiner Videobeschreibung. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich versuche wirklich, so gut es geht, alles zu beantworten. Beziehungsweise wir haben schon eine kleine Drohnen-Community geformt und vielleicht beantworten wir in den Kommentaren jemand euren Kommentar. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt meinen Daumen nach oben, wenn nicht, ist auch okay. Peace bald, euer TomTom von TomTom TV. Was läuft? Hallo und herzlich. Voice Crack. Fängt einmal super an. Hallo! Hallo! Also den Liter Wasser weggefetzt.